Herbstblühen in der Baumschule Lorenz von Ehren. Über 500.000 Gehölze werden hier gehegt und gepflegt. Denn das Hamburger Traditionsunternehmen handelt mit seltenen und kostbaren Pflanzen. Weltweit. Das hat sich natürlich sehr schnell rumgesprochen, hier in Hamburg oder in Norddeutschland. Menschen, die von Ehren, die haben das englische Königshaus oder den russischen Zar beliefert. Ob Rosen oder Baumriesen, neben Schlossgärten werden auch Parkanlagen in Hamburg beliefert. Wenn ich so durch Hamburg gehe und ich weiß ja, wo wir überall Bäume gepflanzt haben, ich denke immer, das sind ja deine Kinder. Nahezu jeder Hanseat oder Tourist hat unter diesen Bäumen im Sommer Schatten gesucht oder den ersten schüchternen Kuss ausgetauscht. Hier sind wir 1865 an den Start gegangen und das hier ist meine Kindheit. Eine Kindheit in einer der größten Baumschulen Europas. Im Privatgarten von Friederike von Ehren und ihrem Vater Johannes finden sich noch heute knorrige Zeitzeugen aus der Gründerzeit der Baumschule. Das ist ein sogenannter Familienbaum. Jede Generation fängt hier an zu klettern. Wenn die ersten Kletterversuche anfangen, geht es in diesen Baum hinein. Das ist relativ easy. Und der ist aus der Familie, er stammt aus einer Pariser Weltausstellung von meinem Großvater, als Topfpflanze, wahrscheinlich so groß. Und es ist eine Art, es ist eine Flusszeder, botanisch Libocedrus nicurans, die nicht frosthart ist und hier auch nicht wächst, in der Theorie. In der Praxis ist es so, dass dieser Baum hier seit über 100 Jahren wächst und auch fantastisch wächst. Man sieht die Hauptwindrichtung Nordwest in Hamburg. Der ganze Baum hat eine Schlagseite von Nordwest in die andere Richtung. Aber es ist natürlich ein gewaltiges Exemplar und hat eine unheimliche Atmosphäre und strahlt etwas aus. Ruhe und eine gewisse Wärme auch. Der schiefe Exot steht seit 1889 auf dem alten Gelände der Baumschule in Hamburg-Nienstädten. Der elegante Elbvorort zog schon immer betuchte Hanseaten an. Und die kauften gerne exklusive Pflanzen oder bereits ausgewachsene Bäume für ihre Privatgärten. Der Handel mit Bäumen war eine Marktlücke. Und früh entdeckte der Senior exotische Gewächse. Die müssen mit chirurgischer Präzision von Spezialisten wie Christian Reder vorbereitet werden. Und dann stutzen wir immer die Kieferntriebe um die Hälfte, damit das eine schöne Bonsai-Form bleibt. Jawohl. Christian, hier haben wir wieder unsere Fugen. Da seid ihr bei. Ja. Das ist schon ganz gut geworden. Hier ist Diana schon fertig. Ja. Auf jedes Detail achtet der Senior. Dieser Ort ist das Geschichtsbuch der Baumschule und war einst ihre Visitenkarte. Das war früher mal in unserer Baumschule ein Schaugarten. Und alles, was Sie hier sehen, ist aus der eigenen Baumschule gekommen und hier weiter kultiviert worden. Das sind zum Beispiel die eine Kiefer, das ist eine Parrotzie, ein Eisenbaum und eine Blutbuche. Die habe ich mal vor ungefähr 60 Jahren dahin gepflanzt. Und dann wollte sie einen Engländer kaufen. Und der Engländer war bereit, eine große Summe dafür zu bezahlen. Aber die Pflanze war so groß, dass wir es nur per Helikopter hätten machen können. Und das per Helikopter zu machen, ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, weil über bewohntes Gebiet und ist alles nicht so einfach gewesen. Und dann wollte der Kunde noch mal ein neues Angebot haben. Inklusive Fracht natürlich und Einpflanzen und. Und dann hat er gesagt, ist mir zu teuer, tut mir leid. Das 10 Tonnen schwere Prachtexemplar sollte samt Transport 150.000 Mark kosten. Die ersten Jahre nach der Gründung handelte die Baumschule mit Zier- und Obststräuchern. Die wohlhabenden Bürger standen damals besonders auf exotisches Kernobst wie Pfirsiche oder Aprikosen. 1898 übernahm die zweite Generation und spezialisierte sich auf die Verschulung und den Handel von Baumriesen.
Aufnahmen von 1902. Die Baumschultruppe arbeitete mit einfachen Werkzeugen und Muskelkraft. Beim Transport dieser Hängebuche waren 10 Männer gefordert. Ein Gärtner thronte in der Baumkrone, um die Äste unter Hamburgs Telegrafenleitungen durchzubekommen. Denn neben wohlhabenden Kaufleuten bestellte nun auch die Stadt im großen Stil Pflanzen für den neuen Volksgarten. Hamburgs grüne Lunge, der Stadtpark, wurde 1914 eröffnet. Ein Baumparadies, erschaffen auch mit Gehölzen der Baumschule von Ehren. Die Idee der Planer war, den Stadtmenschen durch diesen öffentlichen Park ein wenig Natur wiederzugeben. Eine Idee, die bis heute zündet. Im Norden der Stadt liegt der Ohlsdorfer Friedhof. Der weltgrößte Parkfriedhof, ein Kulturdenkmal und Naturidyll. Seit 1881 lieferte die Baumschule von Ehren große Mengen an Pflanzen für diesen romantischen Landschaftsgarten. Vom Bodendecker bis zum Großbaum. Und wer den Elbwanderweg stromabwärts von Altona begeht, wandelt auch unter von Ehrens Bäumen. Parallel zur Elbchaussee, Prachtvillen und Elbe immer im Blick. Damals haben ja die Hamburger Kaufleute sich angesiedelt am Elbufer, auf dem Lande. Und weil sie viel in der Welt herumreisten, hatten sie immer das Bedürfnis, sich auch mit exotischen und schönen Pflanzen zu umgeben. Und hatten eben auch den Anspruch, gleich große Pflanzen zu pflanzen. Und deshalb hat mein Urgroßvater damals schon begonnen, große Pflanzen anzuziehen und auch zu liefern, damit eben die Gärten und die Parks, die dort aufgebaut wurden, nicht Jahrzehnte brauchten, um fertig zu werden, sondern von Anfang an einen fertigen Eindruck machten. Mit seinen monumentalen Bäumen gilt der Hirschpark als Perle an der Elbchaussee. Die Wohnlage direkt am Wasser heißt hier Butterseite. Na, wir wohnen ja, wenn man so will, auf der Margarineseite dritter Reihe. Aber dadurch, dass wir also sehr viele Freunde und auch Kunden an der Elbchaussee haben, haben wir natürlich Zugang zu den meisten Grundstücken und kennen sie und lieben das sehr. Und alles, was an der Elbchaussee an Historie da ist, ist eben auch ein Teil Familienhistorie bei uns. Und wir finden eben in vielen Parks und Gärten immer unsere Pflanzen wieder. Und das ist eine gewisse Verbundenheit, die man hat mit dem Standort Elbchaussee. Einst lag die Baumschule um die Ecke vom Jenischpark. 1993 erfolgte dann der Umzug nach Hamburg-Marmsdorf. Herbstzeit ist Pflanz- und Umsatzzeit. Während des Corona-Lockdowns investierten Gartenbesitzer in Pflanzen. Verreisen ging ja nicht. Für die rund 200 Mitarbeiter heißt es jetzt Akkordarbeit. Pflanzen einpacken und für den Versand vorbereiten. Gut 40% der von Ehren Bäume gehen ins Ausland. Was früher Handarbeit war, machen heute Maschinen, wie der Ballenstecher. Diese Pflanze hat nachher ein Gewicht von ungefähr 1,3 bis 1,8 Tonnen. Man muss sich vorstellen, vor 20, 25 Jahren haben wir solche Pflanzen noch mit der Hand gerodet. Da standen hier Leute mit dem Spaten in der Hand und haben hier die Wurzeln abgestochen, so einen breiten Graben gemacht, dass man die Wurzeln alle bis in die Tiefe durchtrennen konnte. Das ist eine unheimliche Zeitersparnis. Der Stecher braucht für 20 Bäume knapp 2 Stunden. Per Hand hat es früher mehr als einen Tag gedauert. Mehr als 6000 LKW-Ladungen mit Gehölzen jeden Alters und in jeder Größe werden von hier jährlich weltweit verschickt. Kriegst du das auf? Das sollte alles so passen von der Breite her.
Ein Spezialtransport mit großen, alten Bäumen steht an. Fred hat jetzt hier einmal ordentlich stramm gezogen, dass der Gurt auch richtig sitzt hier am Bein. Nicht, dass der hochrutscht, weil wenn der Bein der Gurt hochrutschen würde, würde der Bein natürlich nach unten sacken und die Pflanze würde kaputt gehen. Der nordamerikanische Mammutbaum wiegt knapp 10 Tonnen und kostet inklusive Transport nach Frankreich 16.000 Euro. Kleine Stück noch da. Was hast du? Alles gut. Der Baumriese muss zentimetergenau auf den LKW geladen werden und darf beim Transport nicht verrutschen. Sonst könnte der Stamm oder der empfindliche Wurzelballen beschädigt werden. Auch Astbruch muss vermieden werden. Und auch ein Mammutbaum muss vor Fahrtwind geschützt werden. Der immergrüne Riese ist sensibel. Na Mario, ganz schön der Wind oder geht? Nicht so doll, ne? Kai Hackmack hat nun eine blaublütige am Haken. Dieser Blauglockenbaum, Palovnia tomentosa, wurde vor vielen Jahren nach einer Zarentochter benannt. Dem Gärtner ist sie mit der Zeit ans Herz gewachsen. Jetzt droht Trennungsschmerz. Ich bin seit 6 Jahren hier, habe sie nur 6 Jahre kultiviert. Meine Kollegen, die hier sind, die teilweise über 30 Jahre hier sind, haben die Pflanzen seit frühester Jugend begleitet. Und da fällt einem das schon manchmal ein bisschen schwer, die zu verkaufen. Insgesamt 5 Bäume machen sich auf den Weg nach Frankreich, müssen sich an ein neues Klima gewöhnen, 800 Kilometer entfernt von Hamburg. Bernhard von Ehren leitet als Geschäftsführer den Familienbetrieb. Und als Baumgärtner ist er eigentlich immer auf der Jagd. Neben der eigenen Baumschule fahren wir auch in die weite Welt und gucken nach Baumantiquitäten, nach besonderen Pflanzen, die irgendwas ganz Tolles haben, wie zum Beispiel diese Mädchenkiefer, die aus Japan kommt. Die haben wir in einem japanischen Baumschulgebiet gefunden und ich habe mich gleich in diese Pflanze verliebt. Eine wunderbare alte Kiefer, 80 Jahre alt, und so eine Pflanze verkaufen wir dann tatsächlich auch für 43.000 Euro. Diese japanische Baumantiquität geht nach Frankfurt in den Privatgarten eines Sammlers. Auf knapp 30 Hektar Fläche stehen bis zu 9 Meter hohe Bonsais. Made in Hamburg und jeder Baum ein Unikat. Dafür sorgt Christian Rieder, der Baumchirurg. Ich lichte hier die Teller von dem Bonsai aus. Dabei gucke ich hier nach den Kiefernzapfen, nehmen die raus, weil der nimmt einfach Kraft weg, der jetzt schön in die neuen Triebe geht nächstes Frühjahr. Und putzt den Baum einfach ein bisschen durch, kommen immer ein paar tote Nadeln raus, dass der Baum einfach schön aussieht. Die individuelle Form gestaltet hier der Gärtner. Die Kunst des Bonsai-Bondage verlangt Fingerspitzengefühl. Der Ast geht jetzt mir zu steil nach oben. Den möchte ich nur ein bisschen waagerechter haben. Dann ziehe ich. Muss man auch aufpassen, nicht ziehen wie Ludwig, sonst bricht einem der ganze Ast ab. Und das ist nicht so toll. Dann ist der Baum nämlich hin. So. Die Grundidee ist einfach, dass man immer mal in der Natur mal sich die Kiefern anguckt an Extremstandorten, zum Beispiel im Gebirge. Da wachsen die so ähnlich, bloß halt von der Natur geformt. Und hier macht das dann halt der Gärtner. Derzeit muss sich die Firma auf ein sehr spezielles Projekt vorbereiten. Bernhard von Ehren auf Baumstreife. Der Eisenholzbaum ist ein ganz besonderer Baum, weil er eben eine wahnsinnig hübsche Herbstfärbung hat. Der Indian Summer ist mit diesem Baum einfach vollkommen. Es ist wirklich wie ein toller Blumenstrauß.
Der Baum besticht darüber hinaus auch, dass er einfach ein toller Überlebenskünstler ist. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit ist der Eisenholzbaum ausgesucht worden. Sein zukünftiger Standort liegt in 58 Metern Höhe mitten in St. Pauli auf dem Dach des Feldstraßenbunkers. Bald sollen die Hamburger dort im Grünen sitzen können und den Blick über die Stadt genießen. Die Baumschule soll insgesamt 4.700 Pflanzen für die komplette Begrünung des Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg liefern. Alles muss vorbereitet sein, wenn die Baustelle die Pflanzen anfordert. Jan, der wievielte Ahorn ist das? 23. Der 23. Ja, ist der letzte jetzt. Okay, dann haben wir alle hier. Alle da, ja. Und jetzt haben wir sie auch umgestellt, damit sie nicht komplett durchwurzeln, weil es sich ein bisschen verzögert. Das heißt, wir können die Bäume jetzt abrufen für den Bunker. Genau. Damit die Bäume später auch anwachsen und nicht eingehen, muss jedes Detail stimmen. Wir haben die Ballen in einen sogenannten Spring Ring gepackt. Das ist ein Gefäß, wo sehr viel Luft an die Wurzeln kommt. Und man sieht wunderbar, wie die Wurzeln sich entwickelt haben und wie vital und kräftig die Pflanze jetzt ist. Sozusagen, sie hat keinen Verschulstress mehr, keinen Verpflanzschock mehr. Sie wird jetzt ganz in Ruhe ankommen und kann eben eingepflanzt werden auf der Baustelle und weiter wachsen. Doch die Verpflanzung verzögert sich nun schon seit Monaten. Es gibt Probleme auf der Baustelle. Bernhard von Ehren ist aber von der Bunkerbegrünung überzeugt. In Zeiten des Klimawandels ist das eben ganz wichtig, dass wir Dächer von Schwarz oder von Grau Richtung Grün bringen. Ganz Hamburg, die ganze Welt wird darauf gucken, auf den Bunker. Seit 2019 wird der Hochbunker an der Feldstraße umgebaut und mit einem fünfstöckigen Pyramidenbau aufgestockt. Das Bauvorhaben ist komplex. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Auch Corona und die Lockdowns haben für Stillstand bei diesem Mammutprojekt gesorgt. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet. Klimaexperte Marco Schmidt von der TU Berlin und der verantwortliche Landschaftsarchitekt Felix Holzapfel-Herziger tüfteln an jedem Detail. Es ist ein Leuchtturmprojekt, es hat eine Vorbildfunktion für andere Projekte. Und natürlich muss man wissen, dass Dachbegrünung Extremstandort ist, also wenig, relativ wenig Erde. Trotzdem üppiges Wachstum, Bewässerung. Das heißt, im Sommer hat man einen Hitzeschock vielleicht für einige Pflanzen. Das heißt, die Pflanzen müssen das auch abkönnen. Ne? Und im Winter eben die Kälte plus Wind. Ne? Die Pflanzen bekommen auf dem Dach das Extremwetter durch den Klimawandel voll ab. Wie auch die Menschen in der Stadt. Doch der Experte sieht in der Begrünung eine Chance. Also hier in Hamburg wird ja auch viel gebaut. Das heißt, es wird schon auch zusätzlich immer Fläche versiegelt. Also wir haben auch immer mehr Anspruch, immer mehr Wohnfläche pro Person. Und das ist schon so ein Punkt, das können wir kompensieren. Das ist nämlich ein Eingriff in Natur und Landschaft. Eigentlich war alles Wald, jetzt ist alles Beton. Dadurch wird es warm, das Regenwasser fließt ab. Wir haben Starkregenprobleme. Und das können wir jetzt aber, indem wir halt den Wald, den wir eigentlich hatten, nach oben setzen. Und damit können wir eigentlich sehr viel von diesem Eingriff in die Natur wieder rückgängig machen und kompensieren. Um das zu beweisen, sollen überall auf dem Bunker Sensoren angebracht werden. Sie messen, wie die Begrünung das Mikroklima im Stadtteil verändert. Denn die Pflanzen auf dem Dach und an der Fassade speichern Feuchtigkeit und die Verdunstungsleistung der Pflanzenschicht sorgt im Sommer für Kühlung. Im Winter hingegen wirkt die Begrünung als Wärmedämmung. Die Baumschule spielt natürlich in dem Projekt eine enorm wichtige Rolle. Wir wissen mittlerweile von jeder Pflanze, wie viel sie wiegt, weil sie mit dem Kran hochgefahren werden muss. Also es hat logistische Aspekte. Es hat aber auch die Aspekte, dass wir wissen, welche Pflanze an welchen Ort genau passt. Und dazu müssen wir mit der Baumschule als Partner zusammenarbeiten. Wann die Bepflanzung auf dem Bunker starten kann, bleibt ungewiss. Die Baustelle hat mit den weltweiten Lieferproblemen von Baumaterial zu kämpfen.
Wenn die von Ehrens mal wieder im berühmten Jenischpark sind, dann spazieren sie durch ihre Firmengeschichte. Hier sieht man sehr schön die Dimension der alten Baumschule. Das waren doch 14 Hektar mit den Hofflächen hier in den Städten. Ja, 14 Hektar. Guck mal, wie schön dieser Blick ist hier runter. Hier kamen viele begeisterte Gartenliebhaber. Das ist die schönste Baumschule der Welt. Dieser Standort war auch für den Transport der Baumriesen ideal. Damals ging 98% über die Bahn. Der am Flottbecker Bahnhof. Am Flottbecker Bahnhof. Und dann fuhr die Bahn quasi auf der Vorortbahnstrecke oder heute die S-Bahn auf dem gleichen Gleis. Richtig. Ab in die Welt. Ja, ab in die Welt. Genau, in die weite Welt. Ja. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts lieferten von Ehrens Bäume an die Königshäuser von England, Dänemark und Preußen sowie den Zarenhof in St. Petersburg. Später bestellten auch noch die Hofgärtner der anderen europäischen Dynastien Pflanzen aus Nienstädten. Die Baumschule von Ehren wurde langsam eine Adresse für die Welt. Die Achillesferse von Familienunternehmen ist die Nachfolgefrage. Bernhard war natürlich mein Baumschulnachfolger. Das war einfach selbstverständlich. Aber wir sind hier häufig als Kind oder als Bernhard noch Kind war, durchgelaufen. Und dann haben wir uns die Blätter angeguckt und die Borke von den Stämmen angeschaut und die ganzen feinen Details, die wichtig sind für einen Botaniker. Da hat mein Vater mich dann langsam rangeführt. Und auch die botanischen Namen, das waren ja erstmal böhmische Dörfer für mich, nicht? Weil die Gärtner reden ja sozusagen lateinisch. Nicht? Die Kastanie ist Aesculus. Und die Eiche ist Quercus. Und das muss man ja alles dann erstmal so aufsaugen mit der Muttermilch. Und das hat mein Vater wirklich ganz toll gemacht. Ja. Aber es gab auch Herausforderungen, muss ich sagen. Also in so eine Familiendynastie einzutreten, ist nicht nur toll. Da gibt es auch natürlich gewisse Schwierigkeiten, muss man wirklich sagen. Die Mitarbeiter gucken mit Argus auf einen. Einige Kunden gucken mit Argusaugen auf einen. Und man muss irgendwie allen gerecht werden, auch der Familie. Und das war schon zum Teil eine ganz schön harte Zeit. 800 Kilometer von Hamburg entfernt, ein kleines Dorf bei Metz in Frankreich. Die Paulownia tomentosa, der Blauglockenbaum aus der Baumschule von Ehren, hat seinen neuen Standort fast erreicht. Geschäftsführer von Ehren ist bei der Baumübergabe dabei. Kundenpflege ist ebenso Chefsache wie die Endkontrolle. So, das ist das Problem. Wir müssen unter das Kabel gehen. Ja, der Kran ist nicht groß genug. Wir müssen dann mit dem Kran unter dem Kabel gehen. Unter dem Kabel, ja. Okay. Sonst hätten wir einen 200-Tonnen-Kran gebraucht, wahrscheinlich, oder? Ja. Oder 300-Tonnen-Kran. Oder 300 Tonnen sogar. Aber die Straße ist nicht schwer. Okay. So, das geht die Straße kaputt machen. Wir hätten dann ein Gewichtsproblem gehabt. Ja. Deswegen der kleine Kran. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir die Leitung nicht kaputt machen. Stell dir erst mal vor, wir machen die Leitung kaputt. Das ist kaputt. Einfach. Wenn die Leitung kaputt ist, ist es einfach zu pflanzen. Einfach ist nicht. Denn die komplette Stromversorgung des Dorfes hängt an dieser Leitung. Ein Stromausfall könnte teuer werden. Nee, ich überlege gerade, wie wir da jetzt bestmöglich runter durchkommen. Wir dürfen die Leitung nicht berühren. Mit einem größeren Kran könnte der Baum leicht über die Leitung gehoben werden. Doch das Gesamtgewicht würde dann die Straße zum Einbruch bringen. Der Kranführer entscheidet sich schlussendlich dafür, den schweren Baum mit seinem Leichtkran über die Leitung zu heben. Wenn es schief geht, kippt er einfach um. Vier weitere Riesen aus Hamburg müssen noch sicher im Garten von Madame Ortiz landen.
Gemeinsam mit ihrer Landschaftsarchitektin bestaunt sie die Neuankömmlinge. Noch ist nicht im Garten, was sehnsüchtig erwartet wurde. Von Ehren ist leicht nervös. Wir werden ja die Mammutbäume abladen. Ja. Dann haben wir wieder fliegende Bäume hier fliegende im Garten. Fliegende Bäume, ja. Freuen wir schon drauf. Die sind ja 9 Tonnen schwer, die Bäume. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind knapp 40 Jahre alt und die fliegen jetzt in den Garten rein. Das muss klappen. Beschädigte Ware wird nicht angenommen. Jetzt dürfen die Neuen endlich dem Nordamerikaner näher kommen. Il pique, c'est. Mais il a, oui, le parfum, il est. Il est vraiment extraordinaire. Ça schmeckt gut. C'est incroyable. Oui. Mais quel poids je mesure maintenant. Oui, je crois il a 6 tonnes. Madame Ortiz staunt. 6 Tonnen Lebendgewicht. Und hier sollen sie nun Wurzeln schlagen. Möglichst ein Baumleben lang. Die Jute und der Eisendraht bleiben am Ballen. Nach 2 Jahren dann haben sich Eisen und Jute aufgelöst. Noch ein spezielles Nährstoffgranulat als Beigabe, damit sich der Baumriese in Frankreich auch wie zu Hause fühlt. Das ist hier der Erdanker. Der Erdanker wird den Baum, auch wenn es richtig stürmt, Windstärke 12 nachher, wird er den Baum halten gegen Umfallen. Obwohl Madame Ortiz auch Schlossbesitzerin ist, bedeutet ihr dieser Ort sehr viel. Es ist für mich ein Familienort, den ich erhalten und vollenden möchte. Ich war noch jung, aber ich kann hier genau meine Großeltern und meine Mutter sehen. Und seitdem sie gestorben sind, versuchen wir, diesen Familienort weiterleben zu lassen. Von Ehren behält alles im Blick. Nicht, dass jetzt ein Fehler beim Einpflanzen passiert. Also ganz wichtig ist, wenn man Bäume pflanzt, dass man die Bäume nicht versenkt im Boden. Man darf den Wurzelball nicht komplett einpflanzen. Dann wachsen die Bäume nicht richtig weiter, die Blätter bleiben klein und die Bäume stagnieren eigentlich und fühlen sich gar nicht richtig wohl. Das passiert relativ häufig bei Pflanzungen, gerade so im Privatgarten. Zu jeder Baumsorte kennt Bernhard von Ehren eine Geschichte. Ursprünglich kommt der Amberbaum aus Nordamerika, da ist er heimisch. Und, aber schon die 2. Generation der Firma hat den lokalisiert und gesagt, den wollen wir haben für Europa, für Deutschland. Und er gehört zu den Klimabäumen, also zu den Bäumen, die gut mit Hitze, mit viel Regen und so weiter zurechtkommen. Und von daher gebe ich diesem Amberbaum eine riesige Zukunft. Das Thema Klimabäume beschäftigt Bernhard von Ehren schon seit mehr als 10 Jahren. Er möchte zukünftig Bäume in Privatgärten oder Stadtparks pflanzen, die nicht nur dem Klimawandel trotzen, sondern auch gut aussehen. Perfekt. Fertig. Herrlich. Der Baum ist einfach traumhaft schön. Mir fehlen einfach die Worte, meine Gefühle zu beschreiben. Und diese wunderbare Überraschung. Einfach toll. Es ist wirklich so. Wir begleiten diese Bäume ja über Jahrzehnte und ich kenne die auch alle mit Namen und Vornamen. Und ja, irgendwann muss man Tschüss sagen. In den Wintermonaten ruhen meist die Quartiere im Norden. Viele Mitarbeiter nehmen in der Zeit ihren Urlaub. Im Frühjahr sind die Gärtner wieder am Start. Es ist die Hauptzeit für Neuanpflanzungen in der Baumschule. Ob teure Einzelstücke, gefundene Baumantiquitäten oder sogenannte Massenware für Städte und Kommunen, sie alle müssen in die Erde. Ja, der Boden, oberirdisch trocken.
Hier haben wir gute Bodenqualität. Er unterirdisch, man sieht es, hält er noch etwas Feuchtigkeit. Aber die Kollegen und auch im Forst, wo die Böden leichter sind, die haben echt Probleme inzwischen. Und das liegt an dieser merkwürdigen an diesem merkwürdigen Witterungsverlauf. Februar fast abgesoffen alles und jetzt den ganzen März so gut wie nichts an Regen gekommen. Thomas Diekmann weiß, als Gärtner kann er sich weder aufs Wetter noch aufs Klima verlassen. Dennoch, im Frühjahr heißt es wieder, Pflanzen wie am Fließband. Am Tag schaffen sie so an die 400 Bäume. Ja, gute Pflanztiefe. Ordentlich Mist drin, dann sollten die wohl wachsen. Mit der Maschine wird eine Pflanzrinne gezogen. Heute für den Zimtahorn. Der Zimtahorn zeichnet sich durch einen sehr schönen, angenehm zart anfühlenden Stamm aus. Zimtfarbene Rinde. Und das Besondere ist eben, dass hier oben und weiter oben im Stammteil die obere Rinde abpellt, ähnlich wie bei der Birke, und sich aufrollt wie die klassische Zimtstange in der Küche. Also sehr schöner Baum, sowohl für den Privatgarten als auch im städtischen Bereich, wo es ein bisschen enger ist und wo auch die Leute was fürs Auge haben möchten. Wegen der starken Trockenheit müssen alle Neuanpflanzungen zusätzlich gegossen werden. Doch es gibt noch ganz andere Probleme, jedenfalls bei der Bunkerbegrünung. Die Natur fängt langsam an zu sprießen. Das ist jetzt momentan das Problem. Eigentlich sollten die Pflanzen ja schon auf dem Bunker stehen. Aber sie stehen noch in der Baumschule und sie werden wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen und Monate hier bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt die Bäume hier in der Baumschule im gerodeten Zustand über die Vegetation bringen. Das ist ein riesiger Aufwand. Und das beunruhigt mich ein bisschen, weil wir es ja mit 4.700 Pflanzen zu tun haben. Das ist Arbeit, die habe ich eigentlich gar nicht eingeplant, aber die kommt jetzt auf uns zu. Wir haben den trockensten März seit, ich glaube, seit 90 Jahren. Von daher müssen wir die Pflanzen sehr, sehr gut wässern. Das Wassermanagement ist jetzt das A und O. Und damit der Wasserverbrauch nicht zu hoch wird, auch weil auch Wasser ist sehr endlich geworden und auch teuer geworden am Ende des Tages, arbeiten wir mit Tröpfchenbewässerung. Wir führen sehr punktuell das Wasser an die Pflanze ran. So haben wir einen relativ normalen Verbrauch. Aber das sind alles Herausforderungen. Das kostet alles viel Geld. Und wir reden schon über einen sechsstelligen Betrag, der zu Buche schlägt. Hier in Hamburg-Marmsdorf findet sich auch ein Hauch von Japan. Christian Reder ist der Bonsai-Experte in der Baumschule. Ja, ich betätige mich hier sozusagen als Kiefernchirurg. Ich binde hier die Äste runter. Damit der Teller schön breit und schön flach wird. Eigentlich kümmert sich Christian Reder ganzjährig um seine exotischen Unikate. Und hat auch immer eine Idee, sie noch individueller zu formen. Jetzt ist es im Grunde wie beim Spargelschälen. Jetzt ziehe ich ihm die Rinde ab, damit das Holz zu sehen ist. Im Endeffekt soll das nachher wirklich ein richtiger trockener, toter Ast sein. Und ich nehme jetzt extra keine Schere, weil das soll halt aussehen wie so ein von der Natur gequälter Baum sozusagen. Das ist ein japanisches Bauelement in der Bonsai-Anzucht. Ein Jinnenast, ein Totholzast. Ich war einmal eine Woche in Japan mit zwei anderen Arbeitskollegen. Da sind wir mal durch die Baumschulen getingelt und haben da den großen Meistern einmal über die Schulter geguckt. Also ich will nicht sagen, dass wir es da gelernt haben, das wäre vermessen. Aber da haben wir mal so Inspirationen uns geholt. Und
Ja, teilweise ist das dann hier auch Learning by Doing. Damit über den bearbeiteten Ast keine Krankheiten eindringen können, wird ganz zum Schluss noch eine spezielle Paste draufgepinselt. Auf dem Gelände in Marmsdorf gibt es auch den Garten Ehren. Eine Art Gartencenter für hochwertige Blumen, Pflanzen und Stauden jeder Couleur und Größe. Eine clevere Geschäftsidee für Hobbygärtner. Nach 3 Jahren Bauzeit ist es soweit. Auf den St. Pauli-Feldbunker kommen die ersten Pflanzen. Die Bunkerbegrünung ist für alle ein anspruchsvolles Projekt. Pflanzen brauchen Erde, kein Beton. Heute müssen die Details festgelegt werden. Wie breit ist hier jetzt der Pflanzstreifen? Das ist alles durchgängig mit Substrat. Ja. Und wir pflanzen ja hier die Apfelbäume von ihnen, ne? Ja. Ja, ein riesiger Wurzelraum, nicht? Ja, also da ist ordentlich. Muss man ja sagen. Ja. Toll für die Pflanzen. Dieses Spezialsubstrat wurde eigens für die Bunkerbepflanzung hergestellt. Bernhard von Ehren sieht die Baustelle heute zum ersten Mal. Gang zum geplanten Gedenkort für die Opfer des NS-Regimes. Ja, gigantisch. Gehört natürlich irgendwie dazu, nicht? Zu diesem Gebäude, dass man so einen Erinnerungsplatzort hat. Der Bunker diente während des Zweiten Weltkriegs auch zur Abwehr alliierter Bombenangriffe und sollte den Hafen schützen. Anders als Hamburg blieb der ländliche Raum weitgehend von Bombentreffern verschont, auch die Baumschule von Ehren. Die durfte während des Krieges nur Bäume zu Tarnzwecken und Gemüse anbauen. Dabei wurden russische Kriegsgefangene eingesetzt. Viele wurden später abgezogen, um die Trümmer in der Stadt zu beseitigen. Für die Begrünung des Bunkers am Heiligen Geistfeld wurden 4.700 Pflanzen ausgewählt. Die sollen hier für ein besseres Klima sorgen. Dafür, dass alles gut wächst, ist Klaus Hildebrand verantwortlich. Wir haben hier eben spezielles Dachgartensubstrat, was schon so ein bisschen für alle Pflanzen gelten muss. Und damit das Substrat auch richtig gut funktioniert und die Pflanzen das auch sich schon drin heimisch fühlen, haben wir in der Baumschule von Ehren sind die Pflanzen schon extra in diesem Substrat angezogen worden, damit, wenn die hier oben herkommen, die sind ja ganz menschlich. Die sagen, Mensch, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, das ist genauso, wo ich bisher gewachsen bin. Insofern werden die sich hier ziemlich schnell verwurzeln und etablieren. Jede Pflanze wird nach dem Plan des Landschaftsarchitekten gesetzt. Jeder Standort passt zum entsprechenden Gehölz. Zudem braucht es eine fein austarierte Bewässerung. Die Bewässerung ist eben sehr wichtig, weil wir es mit immergrünen Pflanzen zu tun haben. Die verdunsten eben auch sehr viel in der Winterzeit. Und von daher ist die automatische Bewässerung wirklich essentiell wichtig für die Pflanzen. Wobei wir hier auf dem Dach hier einen Spagat fahren. Auf dem Dach haben wir ja das Thema, dass wir auch zu viel Wasser abführen müssen. Also das wirkt im Prinzip wie ein Schwamm, die ganze Begrünung. Das heißt, wir haben ein offenes Kaskadensystem. Das Wasser läuft von einer Ebene zur nächsten, bis es ganz unten ankommt. Der Termin der endgültigen Begrünung steht immer noch nicht fest. Der Ukraine-Konflikt macht sich zunehmend bemerkbar. Wieder in den Städten. Familientreffen der von Ehrens im alten Schaugarten. Hier kommen sie häufiger zusammen. Wir haben jetzt hier eine WhatsApp bekommen von unserem französischen Vertriebler. Das würde ich dir gerne mal zeigen. Ja. Das Grundstück von Madame Ortiz in Frankreich. Dort pflanzte Bernhard von Ehren im vergangenen Winter 5 Riesenbäume ein. Dem Mammutbaum geht es schlecht. Hier vorne haben wir den Mammutbaum hingepflanzt. Der hat jetzt aber so ein paar braune Stellen. Was meinst du?
Es kann, die müssen ja sehr... Hier sind die Mammutbäume. Ja, die müssen ja sehr stramm zusammengebunden werden. Ja. Es kann sein, dass es von Druckstellen herkommt. Mhm. Das müsste man eigentlich mal etwas näher untersuchen. Aber um die Optik erstmal ein bisschen besser darzustellen, würde ich die braunen Stellen sehr gefühlvoll wegschneiden. Ja, denke ich auch. Ja. Wenn der Clan zusammenkommt, geht es auch immer ums Geschäft. Ohne Ankündigung. Ja, normal. Ja. Ja. Schön, dass Sie hier sind. Erstmal kommt Simone. Ja. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Die Nachfrage ist gigantisch. Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. So, und nun wollen wir den schönen sonnigen Tag noch ein bisschen ausklingen lassen. Ja. Und wollen hier gemeinsam etwas trinken, ein bisschen schnacken. Ja. Und gibt es denn auch was zu essen? Oder ist das so? Aber es gibt bestimmt auch ein Stück Marzipan. Ja, oder das Kekse ist genau oder so. Da. Guck mal. Tischordnung? Bernd? Sitzordnung? Nein, freie Sitze. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Ne? Ja. Wir haben sehr viele Stammkunden, ne? Sehr viel. Die uns wirklich sehr treu geblieben sind. Ja. Die Menschen investieren in ihr eigenes Haus, in die Gärten. Das hat was mit Corona zu tun. Ja. Die Leute wollen sich das zu Hause schön machen und mein Home ist mein Castle. Das ist genau das Thema. Es war nicht immer so harmonisch. Etwa als die Familie 2013 einen Investor ins Boot holen musste. Wenn Sie eine Familie haben, die haben ja im Grunde nur ein Ziel, die Familie muss autark bleiben und wirtschaftlich gesund bleiben. Also wie macht man das, dass man wirtschaftlich weiter Erfolg hat? Und da müssen alle an einem Strang ziehen und manchmal eben auch vielleicht ein bisschen zurückstecken. Und das können Sie natürlich in einem Unternehmen, wo alle möglichen Fremden dabei sind, nicht verlangen. Steckt mal zurück. Die Familie kann das. Oder sollte es können. Lorenz, und das ist ein langwieriger Prozess. Ja. Das dauert. Ja. Natürlich denken wir auch schon an die nächste Generation, an die sechste Generation in der Familiendynastie. Aber das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg. Und wir sind jetzt erstmal mit den nächsten 10 Jahren beschäftigt. Was in 20 Jahren ist, sicherlich stellen wir schon Weichen und bilden auch unsere Kinder gut aus, aber das ist noch zu früh, darüber jetzt zu befinden. Die Kinder brauchen das Wissen der Alten. Das muss man sagen. Und das ist auch nett, wenn wir da drin weil ich brauche nämlich Fotos, weil ich über meine Lebensgeschichte will ich mal so ein Buch machen für die Familie und für die Freunde. Ja. Was ich noch weiß, wissen viele nicht mehr. Ja, vielleicht Bernd noch, aber sonst keiner. Ja, das ist da muss man es einfach mal niederschlagen. Und deshalb brauche ich Bernd mit ins Boot. Mit seinen Fotos auch. Ja. Sehr, sehr gut. Kinderfotos der von Ehrenbrüder erinnern an frühere Aufgabenteilungen. Ja, das ist, das ist typisch. Der Fußballer, oder? Ja. Man hat ja in einer Firma, wenn man gemeinsam Inhaber ist, hat man natürlich immer verteilte Aufgaben. Meine Aufgabe war der ganze Verkauf, Vertrieb und die ganze Technik und die Produktion war bei meinem Bruder. Also wir haben also gewisse Aufgabenteilung, aber immer gab es natürlich Schnittstellen, wo man sich abstimmen musste. Und da gab es natürlich manchmal andere Vorstellungen und dann hat man versucht, einen Weg zu finden, dass man sich einig wird. Das hat manchmal länger gedauert, manchmal gar nicht. Jeder hatte seine Meinung. Und es ging manchmal ganz schnell und manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber irgendwo hat man immer einen Weg gefunden, dass es funktioniert hat. Ich bin der Älteste, ich bin der Chef. Ja. Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Jeder Scherz birgt auch sein Fünkchen Wahrheit. Und früher war die Nachfolge eher schlicht geregelt. Der Älteste bekam den Hof, die anderen wurden ausbezahlt. Zwei Brüder als Chefs war eher die Ausnahme.